Wo seid ihr denn, meine Freunde? Ihr steckt bestimmt alle fest, weil ich viel mehr Kohle habe, als ich eigentlich brauche. Ja, die stecken alle im Wartebahnhof fest. Wunderbar. Der ganze Abschnitt hier kann eigentlich weg. Weil der hat gerade keinen Nutzen. Das war mal ganz toll früher. So. Dadurch behindert der aber jetzt hier auch nichts mehr. Und das ist super. Ne, so mit dem alten hat er ja auch behindert, wenn einer von oben kommen wollte, da die ja kurz anhalten müssen. Hier an dem Bahnhof. Ach komm, sagen wir nicht, dass die Spitzhacke hinüber ist. Ja, dann machen wir 5 neue. Ehrlich. So. Nein. Verdammt. Das wollte ich nicht, sorry. Ja, nee, ist schon... Nein. Hä, warum passt das nicht? Jetzt passt das, okay. Hier den falschen erwischt hab. So, besser. Gut. Ja, genau. 2 Linien extra würde ich jetzt machen. Mache ich auch gleich. Dazu schnapp ich mir einfach das Teil hier. Gönn mir hier die beiden letzten Linien. Zieh die mal voll durch. Ich brauche ja nur bis hierhin ungefähr. Muss dann gleich gucken, dass die richtig angeschlossen werden. Das sollte passen. Und jetzt muss ich nur noch gucken, dass sie richtig anliegen. Mit einem ordentlichen Abstand. Ich weiß nicht, wie viel Abstand ich hier gelassen habe zwischen den Dingern. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Dahin sollte das dann. Okay, klatschen. Den Laden. Ja, wir müssen dann natürlich hier das entsprechend umstellen. Ich weiß noch nicht, was jetzt hier... jede Menge Vergleicher und so ein Zeug. Hier, Vergleicher, machen Kombinator, machen arithmetischen. Alle dahin, komm. Gib alles. Gib alles. Hier muss jetzt natürlich so ein Teil hin. Es könnte natürlich sein, dass der Kreisverkehr hier so ein bisschen eine Schwierigkeit kriegt. Im Moment ist es noch gut. Aber ob das so bleibt, ist halt die andere Sache. Ja, hier müssen wir jetzt auch mal ändern. Bitte Whitelist, nur Bäume, danke sehr. Die müssen weg. Sonst sehe ich nicht, was ich hier mache. Genau, alles weg hier. Ganzen komischen Gedöns. Weg da. Oh Gott, das ist viel Holz. Ich und mein Holz, ne? Da können sie wieder was verbrennen in der Nacht. Wir sind ja jetzt gerade in der Nacht. Wie ist denn Strom? Strom sieht gut aus. Okay. Brauchen wir uns keine großen Sorgen zu machen. Zumindest noch nicht. Hier hätte ich gerne die ganzen Bäume weg. Danke. Habe ich Platz dafür? Ja, habe ich. Okay. Hier das Zeug hin. Danke sehr. Der hier ist jetzt Unsinn. Okay. Dann... gerne den hier. Bup. Das geht. Okay, und hier machen wir jetzt, glaube ich, überall die Teile hin am besten. Damit können wir den nämlich nochmal unterteilen und vielleicht funktioniert er dann auch besser. So, wir haben hier ein 3-Signal, genau. Dann muss hier ein 4-Signal hin. Sehr gut. Hier muss auch ein 4-Signal hin. Das muss ich jetzt leider überall ändern. Das ist ein bisschen doof gemacht. Da gibt es auch Möglichkeiten, das hübscher zu tun, aber da müsste ich das ein bisschen umändern. Da hatte ich keine Lust zu. So, 4er-Signal, genau. Der hier muss jetzt das 4er-Signal auch weitergeben. Das passt, super. Hier müsste man eine Verbindung schaffen. Das wäre ganz nett. So. Super. Hier brauchen wir eine rote Verbindung, damit das auch passt. Habe ich zum Glück auch da. Ja, gib hin.
Muss ich hier noch irgendwas einstellen? Nee, ich glaube, nee, ne. Ach doch, hier, der Wert. Der Wert, der Wert, der Wert. Hier ist 4. Das heißt, hier müsste 5 hin. 5, genau. Und hier muss 6 dann hin. So, sollte passen. Sehr gut. Noch irgendwas? Nee, das hier macht ja alles seinen Teil. Das hier müsste ich umändern auf 5. Und gibt auch 5 weiter, genau. Der hier kriegt ohne 5. Der kriegt eine 5. Ich muss dann auch gleich bei einem konstanten Kombinator einstellen, dass wir jetzt natürlich eine 4er und eine 5er Linie auch haben. Sonst ist das sinnlos. Auch 5, bitte. Du vergleichst die 5. Danke sehr. Du vergleichst natürlich die 4. Sehr gut. Hier sind auch wieder keine Verbindungen. Da, so. Bahnhöfe fehlen hier noch, 2 Stück. Inventar voll. Traumhaft. Genau, setz einfach mal hin. Die Bahnhöfe benennen. Wie heißen die? Kohlewatten einfach nur. Ja, du heißt jetzt Kohlewatten. Wo ist das Ding? Ja, Kohlewatten. Okay. Danke sehr. Und du genauso. Einfach nur Kohlewatten. Da. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, seid ihr an? Ihr seid alle an. Weil Unsinn ist. Aus irgendwelchen Gründen. Es sollte nicht alle an sein. Ich muss gleich mal gucken, was jetzt hier wieder falsch ist. Wie gesagt, der hier muss jetzt ein Vierer-Signal und noch ausgeben. Und zwar 2. Und der muss ein Fünfer-Signal ausgeben. Auch 2. Passt das jetzt? Ja, jetzt passt das um. Die beiden sind an. Alle anderen sind aus. Und wir haben wieder ein paar Züge hier in der Warteposition stehen. Wichtig ist, dass wir Platz haben für weitere Züge in der Warteposition, wenn wir jetzt gleich den Posten fertig machen. Das wird jetzt gleich mein nächster Aufgabenbereich sein. Den Posten oben fertig machen, dann machen wir hier die Kohleverflüssigung fertig. Und dann, weiß ich auch noch nicht. Lass ich mich über den Haufen fahren vor Freude. Boah, schnell durch. Gut. Ja, wie macht man das jetzt weiter? Das hier ist schon alles cool. Ich weiß halt nicht, ob ich hier noch eine Verbindung auf den hier machen soll, damit die hier lang düsen können. Aber das macht halt auch nicht viel Unterschied, ne? Wir lassen das mal so, wie es ist. Genau, wir lassen uns jetzt einfach hier erstmal beliefern und wegliefern. Ah, ich sollte mal runtergehen. Da unten zum Lager, da geht das ein bisschen schneller. Das ist halt nun mal so. So, hier, alles zu mir. Jungs, Mädels, danke. Hier geht es ein bisschen flotter. Also geht die Kohle fort. Das Holz. Nee, die Kohle. Sehr schön. Immer weg mit dem Scheiß. Braucht kein Mensch nicht. So, ich kann dann nachher... Wir müssen den hier dann noch fertig bauen. Nicht den hier. Den hier müssen wir fertig bauen. Kann ich mir einfach das hier oben kopieren. Und hier hin klatschen. Ich hoffe, das passt. Und dann muss ich mal gucken. Das hier ist doch ein bisschen... Das hier müsste man enger zusammenbauen. Das kann man aber weiter nach rechts bauen. Da war ja hier mit der Unsinn im Weg. Das könnte hier gerade so alles hinpassen. Mal sehen. Wie ich das veranstalten will. Okay, ich habe alles. Dann machen wir uns mal hoch zu unserem Posten. Wir haben Züge mit. Wir haben... Ja genau, wir haben Züge mit. Wir haben Treibstoff mit. Das sollte alles passen. Dann machen wir uns da mal hin. Hier zum Silo 10, bitte. Danke sehr. Und Attacke. Ja, das funktioniert jetzt sehr, sehr gut. So wie ich das sehen will. Genauso. Ja, ich hoffe, dass hier kein anderer Zug hinmacht, außer Kohle.
Aber sollte eigentlich nicht. Ich glaube, die versuchen das zu vermeiden, wenn sie können. Über Bahnhöfe zu fahren, die sie nichts angehen. Hoffe ich zumindest. Oh, hier ist aber ohne mehr so viel los, ne? Das hat auch schon ganz schön nachgelassen, mein lieber Mann. Wie viel ist denn da noch? 2,5 Millionen bloß noch. Puh. Hier sind noch 14 Millionen. Na gut, der Posten ist aber auch schon einen Tag älter, das geht schon. Hier oben ist immerhin noch gut was los. Da ist auch schon ganz schön, hat es auch schon ganz schön abgenommen. Der hier ist noch top. Topfit. Was hier fehlt, sind mehr Züge, die Zeug abholen. Würde ich mal sagen, oder? Haben wir genug Kupfer? Nee, haben wir nicht. Da fehlen die Züge, die Zeug abholen. Eisen haben wir tatsächlich genug. Verrückt. Außer Stahl halt, ne? Stahl ist knapp. Der Rest ist aber gut. Ja. Vielleicht mache ich doch erstmal die Stahlschmelze aus und gucken dann weiter. Das wäre so eine Idee. Das hier funktioniert alles super. Schick, schick, schick. Ach so, die Linie wusste ich noch nicht. Genau. Ah, hier waren wir schon so weit. Hier waren wir ja schon so weit. Genau. Wunderbar. Einfach hier hingeklatscht. Dann können wir hier mal einen Zug hinstellen. Ja, hätte ich mal mitnehmen sollen. Das wäre eine Idee gewesen. Hier mein Zug. Ich habe ja hier jede Menge mit. Aber halt ein Ei stecken. Hier nimm mal so 3, 4, genau. Und dann noch jede Menge davon. Jetzt ist die Frage, wie viele Züge brauchen wir jetzt, um noch nicht herfahren? Ich würde sagen 6. Ich habe gerade Wartebahnhöfe für 8 geschaffen, oder? 1, 2, 3, 4, ja. Wartebahnhöfe für 8 weitere Züge. Dann könnte man sich auch überlegen, hier jetzt 8 hinzubauen. Aber wir machen erstmal 4. 1, 2, 3, 4. Ja, mach voll den Laden. So wollen wir das sehen. So, jetzt müssen wir den noch... ja, erstmal. Genau. Kriegst erstmal Raketentreibstoff. und dann gehörst du natürlich hier zu dem Teil. Das ist Kohleposten 3. Ja, Kohleposten 3, dankeschön. Bis dein Inventar voll ist, dann machst du nach Kohle warten. Bis Inaktivität sofort. Und dann machst du Kohle ausladen. Bis Inventar leer. Dankeschön. Gut, das kopieren wir mal. Jetzt können wir hier mal ganz kurz gucken, wo das zu Ende ist. Warte mal, hier, da. Hier ist der zu Ende. Die Frage ist, wo ist der nächste zu Ende? Aber hier passt auf jeden Fall eh plus einer rein. Von daher kann es mir wurscht sein und ich setze einfach hier einen hin. Und dann hier nochmal. Sehr gut, der bleibt da stehen. Stellen wir hier nochmal einen hin, dann kann der ein kleines Stück weiter rollen. Nie, dass es viel bringt. Aber okay. Natürlich könnte man Folgendes tun. Den hier eher abzweigen lassen. Und mit hier drauf stellen. Das würde ja auch schon mal was helfen. Dass die sich nicht gegenseitig zu sehr im Weg rumstehen. Dann haben hier 2 Platz, da 50. Das ist in Ordnung. Hier haben auch 2 Platz. Gut. Dann würde ich sagen, mein Freund, ich habe dich kopiert, hoffentlich. Ich kopiere das noch einmal. Ey, ich setze den zweiten schon mal hin. Für den Fall, dass ich es doch nicht kopiert habe, dann fährt er weg und ich darf das alles selber machen. Doch, ich kenn Bock zu. Hier. Mach alles rein. Danke sehr. Kriegst einen kleinen Start. Und einfügen. Hat geklappt. Sehr gut. Hier. Auf die Plätze, fertig, los. Du auf die Plätze, fertig, los. Okay, wir können den nächsten hinstellen. Der dritte dann im Bunde. Muss ich weiter zählen. Wie gesagt, ich habe jetzt so gedacht, 6er. Arschte mal.
Könnte ein bisschen wenig sein. Mal gucken, ob ich genug Zeug dafür überhaupt mit hab. Weil die sind echt schnell beladen, ne? Hast du gesehen? Bupp. Auf geht's. Nächster. So, da. Nummer 4 ist unterwegs. Ich kann ja dann einfach am Posten gucken, wie viele ich hab. Fällt mir gerade ein. Ich muss mir das gar nicht merken. Stimmt, stimmt, stimmt. So, wunderbar. Der ist auch fertig. Auf die Plätze, fertig, los. Nee, Kohleposten als Ausstoß, bitte. Bist nämlich ein bisschen leer, mein Freund. So, Nummer 5. Und dann können wir uns eigentlich überlegen, ob uns das jetzt vorerst reicht. Oder ob wir da gerne mehr hätten. 5 ist nämlich schon eine ganze Ecke. Ich meine, ich habe genug Wartebahnhofskapazität geschaffen, sodass wir eigentlich hier mit mehr arbeiten könnten, wenn wir das wollten. So, dahin. Genau, mach dich voll. So sieht das aus. Ich weiß noch nicht, wie viel die hier abbauen. Weiß ich ja noch nicht. Ich hatte ja auch keine blauen Bänder mehr mit. Ach komm, in 6, da geht schon noch. Wir machen mal 6 Züge und gucken mal, wie das funktioniert, was das bringt. Das ist natürlich doof, dass ich jetzt für den einen Zug nochmal hier hin und her eier. Dafür brauche ich 2 davon. Und 4 davon. So. Ups, das hat nie geklappt. So, jetzt. Genau, 2, 4. Da sind auch nochmal 2, das passt genau. Und es ist ja noch keiner von denen zurückgekommen. Die haben eine weite Reise vor sich. Von daher wäre es vielleicht wahrscheinlich doch schlau, mehr als nur 6 zu machen. Weil die halt so weiter fahren müssen. Die sind ja doch ein Stück unterwegs. Wie gesagt, und 8 kann ich locker machen, ohne dass es irgendwo zu Problemen kommt. Achso, einfügen bitte. Sehr schön, und mach dich fort. Also ich gucke mal ganz kurz, dass das jetzt auch wirklich 6er sind. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Der erste kommt schon wieder. Zweite auch. Und die anderen, die stehen noch da. Sind am Warten, dass sie bitte ausladen dürfen. Ja, jetzt wird das Warteteil halt auch voll. Gut, wir brauchen hier tatsächlich nicht viel blaues Band, weil hier ist nicht so viel drauf. Wenn wir ab hier so machen, reicht das voll und ganz zu. Hier, naja, ähnlich. Ab da ungefähr ist egal, was du hast. Das gilt ab hier. Na, das muss aber hier, darfst du natürlich nie unterbrechen. Sonst ist Schluss mit lustig, ganz schnell. Gucke nämlich hier einfach bloß, ab wann das Band voll ist. Na, könnt ihr jetzt alle arbeiten? Ja, könnt ihr. Sehr gut. Alle arbeiten? Alle arbeiten. Okay, hier dasselbe. Ungefähr ab hier ist dicht. Ungefähr ab hier. Das kann sein, dass das ein bisschen großzügig ist, manchmal. Aber das macht ja nichts. Der hier arbeitet noch gerade so. Dann müssen wir hier mal Gas geben. Und hier ungefähr, ja, können wir schon von hier unten machen. Ich habe ja ein bisschen blaues Band mit. Das schadet ja jetzt nichts. Okay, dann sehen wir auch schon, vor allen Dingen die beiden Linien haben wenig. Das heißt, hier fangen wir mal an. Du, du. Dann brauchen wir hier einen. Und hier einen. Und lassen den dann mal reinlaufen. Müssen wir das eins hoch und dann rüber. Hier rein, genau. Hier rein, bitte. Hier brauchen wir einen Tunnel. Bup, bup. Und ja, jetzt sehe ich gleich nichts natürlich. Weil ich erstmal warten muss, dass wieder jemand Zeug holen kommt. Wo seid ihr denn, meine Freunde? Ihr steckt bestimmt alle fest, weil ich viel mehr Kohle habe, als ich eigentlich brauche. Ja, die stecken alle im Wartebahnhof fest. Wunderbar. Wartebahnhof ist auch voll. Ist das Teil hier denn voll? Da steht jemand. Oh, ist stehen geblieben. Wir haben zu viel Schweröl. Schweröl kann ich weitermachen, weil Leichtöl voll. Und Leichtöl kann ich weitermachen, weil Elektrizität. Die haben keinen Strom. Oh, 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 oh.
Oh, oh, oh. Da ist kein Strom mehr da. Ich wette, da habe ich wieder was abgerissen. Verdammt, ich muss hier schnell mit dem Zug hier mitfahren. Ach nee, ich habe ja hier meinen... Ja, ich habe doch meinen... Ja, ich bin auch manchmal blöder, ne? Ich habe doch hier extra meinen Zug dastehen. Dann können wir mit dem heimfahren. So, auf die Plätze, fertig. Mach dich nach Versorgung. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Wir müssen das mal kurz fixen. Warum zeigt der nicht Alarm an da? Der hat keinen Strom hier. Warte mal, wo? Wo ist denn hier? Hier ist da. Weil ich den hier abgezwackt habe. Hier ist überall keine Elektrizität mehr. Ah, super. Ja, das ist natürlich grandios. Grandioses Design, muss ich mal sagen, ne? Ich wieder perfekt gemacht. Du änderst irgendwo was und alles geht kaputt. Nix funktioniert mehr. Bergbauproduktivität 90 sind wir schon. Das geht echt ab. Wie viel Bonus haben wir denn da schon? Ja, 178% sind wir bald beim Dreifachen. Kriegt man dreimal so viel raus, wie da steht. Das ist natürlich hier bei diesen Riesenteilen hier oben, ist das ein Traum. Hier kommen jetzt 150 Millionen raus. Hier kommen 120 Millionen raus. Das Ding hier ist Geschichte. Das könnte man mal abholen. Wegmachen. Und wir können uns den dann hier irgendwann holen. Weil wenn ich die Stahlschmelze ausgebaut habe, auf das Doppelte, ich werde die verdoppeln, ne? Das hier kopiere ich mir einfach so, wie es ist und setze es hier oben noch einmal hin. Dann können die da richtig schön Gas geben. Ja gut, aber jetzt müssen wir erstmal oben schon wieder einen Strom hinsetzen. Dann machen wir die Kohleverflüssigung doppelt. Ja, hier ist nichts mehr los. Strom fehlt. Ein einzelner Mast. Warum ist denn hier eigentlich nichts drin? Also so gar nicht. Ach so. Ach so. Ja, super. Wieder aber kaputt gegangen hier. Das ist ja grandios. Grandios. So, wir machen jetzt hier eine redundante Leitung. Jetzt ist hier doch Strom. Warum machst du nichts? Achso, weil voll. Ja, gut. Aber du da oben machst wieder was, ne? Und das heißt, hier müsste auch gleich wieder losgehen. Ja, die machen wieder volles Kanonenrohr. Problem ist halt, hier sind schon 20.000 drin. Die haben wir ein bisschen aufzuholen. Dass das Ding hier halt keinen Vorrang hat, ist so ein Problem. Aber naja, gut. Ja, jetzt sind es bloß noch 19.000. Die machen doch relativ flott. Und wir kriegen wieder ein bisschen Petroleum hier rein. Ja, das läuft. Das läuft. Aber ihr seid immer noch voll. Das heißt, hier haben wir immer noch irgendwo eine Verstopfung. Irgendwo klappt das hier noch nicht. Läuft nach links. Das passt alles. Läuft runter. Hier ist kaputt. Sehr gut. So, jetzt aber. Ja, jetzt ist hier nichts mehr drin. Sofort 0. Von 100 auf 0. Blub. Fertig. Na gut, dann könnt ihr jetzt hier wieder arbeiten. Geht das jetzt hier langsam wieder los oder? Wie sieht's aus, meine Damen und Herren? Der darf immer noch nichts machen. Der ist aber schon auf 15.000 runter. Das ist ein bisschen doof, dass das Vorrang hat, ne? Nicht hier jetzt, ja. Dam. Ach, das bleibt einfach so. Hab da jetzt tatsächlich nie so eine richtige Lust, mich darum zu kümmern. Könnten natürlich den hier, den Wert erhöhen. Auf 15.000 statt 10.000. Der probt das Ding hier. Ach, okay, da ist eh gleich vorbei. Das heißt, hier müsste jetzt langsam wieder losgehen. Denkst du, ne? In Wirklichkeit geht gar nicht los. 11, komm. Ja, jetzt, da unten.
Die Ersten machen wieder was. Sehr gut, dann geht hier jetzt gleich Zeug weg und die Ersten hier werden jetzt auch wieder anfangen zu arbeiten. Da geht's an. Okay. Sauber, nach und nach. Geht es wieder los? Ach, ich sollte mir das Ding gleich mal kopieren. So, das hier muss ich irgendwie anders regeln. Weiß ich noch nicht. Aber wir... Ups. So, falsch. Den hier brauche ich. Den Abschnitt. Ruhig bis hier hinter. Das ganze Teil, nur das hier nicht. Die Anschlüsse muss ich dann selber legen. Aber wenn ich das da hinsetze, dann haben wir die ganze Umwandlung schon mal fertig. Und dann muss ich halt bloß noch sehen, dass ich die... Kommt gerade einer? Ja. Sehr gut. Kommt gerade einer? Ja, wunderbar.